Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Ja, der hat auch bei uns im Haus gearbeitet. Bei dem sind auch anscheinend mindestens 32 Grad. Der schwitzt wie Sau. So, Chrissy Baby. Mit dir geht's jetzt hier los hier. Nein, nein, Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Ist die einzige Verbindung zu den Connections? Ist das nicht doppelt gemoppelt? Naja. Komm, was macht hier schon Sinn? Es ist Resident Evil. Ah, wie ich sehe, sind wir wieder in Salzgitter. Umbrella. Tja. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? Drei unserer Besten. Mhm. Die letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Jetzt. Wie war denn... Oh nein! Wie war denn Messern? Kann ich überhaupt messern? Wie? Oh Gott, die Steuerung, Alter. Ich muss mal ganz kurz. Ah, okay. Viereck. Aha, aha, aha. Okay, Granaten haben wir. Das haben wir, das haben wir. Nichts. Thors Hammer. Thors Hammer. Weißt du Bescheid? Da weißt du Bescheid. Messer. Zack. Gut. Oder auch nicht. Ein bisschen Schiss. Naja, den wollen wir mal. Sehr schön. Da geht's wieder runter. Nochmal gucke. Ah, wird wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich spring mal runter. Auf. Da geht's ja los. Oh, scheiße. Oh, was? Ja, Uppercut, Alter. Oh nein, der nächste Wichser! Boom! Ja, weißt du Bescheid. Das hätte gerne vorher mal gekonnt. Oh, ich schieße wie eine Pfeife, ey. Bam! In your face. In your face. Ja, Benny, und wenn du jetzt wieder wegen meinem Aim rumholst, du Arsch, Alter. Sei du mal hier. Ah, so, wunderschön. Ganz toll. Haben wir nicht eine Taschenlampe oder irgend so etwas? Nö, haben wir nicht. Unsere Mission sind Lucas ergreifen und die drei vermissten Soldaten finden. Ja, na gut. Die Sounds sind ja wieder... Herz allerliebst ja, ey. Hallo? Das Labor ist gleich davor. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamycet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Der kleine Psychosohn, ja, der experimentiert hier mit Viren, ja? Der Typ, der dich hier in meine Geburtstagstorte einschließt, der ist jetzt der Virenforscher hier, ja? Und der große... Oh, komm, Alter. Resident Evil. Ich hör da trapsen. So. Keine Munition, kein Nichts hier zu finden. Nur der Tod. Sieht alles nicht gut aus hier. Sieht alles nicht gut aus, Benny. Das war eine Granate wahrscheinlich, war? Grenade! Sehr schön. Hab ich hier schon mal jemals Granaten geworfen in diesem Spiel? Kann mich nicht daran erinnern. Bestimmt auch wieder total toll gehen. Okay. Naja.
Junge, was ist los? Also ich habe schon 2 gefunden. Kann ich das mal speichern, oder? Ich möchte speichern. Bitte speichern. Junge, komm, ich helfe dir. Blinken bei dir so. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab nicht. Was? Das wird nicht passieren. Das würde ich nicht. Nein, du. Schießt. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann. Stopp! Oh. Also ist mal so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh. Und das gleiche gilt für deinen Soldatenfreunde. Mein Kopf? Liegt er dir nicht am Handgelenk? Muchachos. Oh, du wirst so einen qualvollen Tod sterben, mein Freund. Scheiße. Was hat er? Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E, Mutabizid. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. What? Wie? Oh, komm, echt jetzt? Was? Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Aha. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Ja, verstanden. Keine Zeit. Sei nur vorsichtig. Natürlich hast du keine Zeit. Du musst natürlich mit einer Bombe am Handgelenk rumlaufen, du wohl. Ah, was sind das schon mehr für eine Scheiße? Schon wieder so ein Scheiß. Okay, ein und durch. Was haben wir hier? Hier haben wir ja nichts. Hallo? In your face. In your face, mein Freund. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Mein Sauerstofftank ist auf 50%. Nein! Oh, Scheiße. Okay. Chris, wir haben jetzt die von Lucas abgefangenen Daten analysiert. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicherlich rekrutieren? Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Wie du meinst. Ich sag mal, wie das ist. Das sieht nicht gut aus da vorne. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir hier nicht. Ja. Okay, oh, da drüben. Was ist das? Munition. Da drüben liegt Munition. Was ich mich erinnern kann, war grün doch, glaube ich, irgendwie Shotgun, oder? Flintenmunition, ne? Habe ich doch recht gehabt. Okay, ich hätte doch so umgehen können. Gut, das, ja. Naja. Ach, komm, Alter. Oh, eine Truhe. Schön, 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 schön. Eine Truhe. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So, gut. Ich werde definitiv nicht diesen Knopf drücken. Ah, guck mal, der Eurotunnel wird hier auch noch ein bisschen gebaut. Schön. Ich würde mich mal erstmal kurz umsehen nochmal. Ah, okay. Okay. Die Frage ist, was ist hier drin? Steroid. Ah, ich weiß nicht mehr wirklich, was die Steroide machen. Das war, glaube ich, so ein dauerhafter Ding, war.
5 Münzen und 3 Münzen. Okay. Na gut. So, sehe ich hier 3 Tore. Und aus 3 Toren wird bestimmt eine Menge Scheiße gleich rauskommen. Bin ich bereit dafür? Nein, bin ich nicht. Aber wir tun's. Was? Ja, was soll ich... Ach, das ist ein Schlüsselloch da oben. Alles klar, ich dachte, ich soll hier die Clownsnase drücken. Ja, wahrscheinlich werde ich den Schlüssel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jetzt übersehen haben irgendwo. So, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Schalüsse, Schalüsse, Schalüsse. Okay, alles klar. Denn doch anders als gedacht. Na, okay. Ja, echt jetzt, ja. Ah, wie viel Moon habe ich? 21 Schuss. Die sind beim ersten Monster schon weg, weil so daneben baller. So. Ich hoffe, jetzt ist nicht jeder zweite Raum hier verseucht, irgendwie, dass ich da durchhasten muss. Hallo? Hallo? Ibims? Wer macht denn die Tür nochmal hinter mir zu? Oh, hallo? Oh, das sieht alles so nicht unbedingt vertrauenserweckend aus. Nein, fass es nicht an. Na. Ah, hier schon der erste Seuchenraum. So, hier werde ich wahrscheinlich einen Schlüssel. Hier werde ich einen Schlüssel brauchen. Ja. Käse. Na, dann schauen wir hier mal rein. Guten Tag. Was? Oh, okay. Okay, das wird hier also noch nichts. Ich brauche noch einen anderen Filter. Ach du Scheiße. Ist ja wie bei Division. Ach je, na gut, also zurück. Probieren wir nochmal. Tor 2. Oh nee, hier ist überall so eine Ekelscheiße. Oh nee. Oh nee. Ach, wie toll, Alter. Also bin ich dankbar, hier zu sein, Benny. Oh, ey, nicht, dass hier Mutter nochmal kommt. Mutter! Was? Das ist ein Kumpel von mir. Junge, was ist mit dir passiert? Ach. Ist jemand da? Ja, Mann, hier, ich bin's, dein Kumpel. Noch am Leben da drin? Redfield? Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Ich würde ihn gerne retten, aber ich mache mir nicht vor. Ich glaube, er wird es nicht schaffen. Nicht, weil es doch nicht so gescriptet ist, weil ich einfach zu dussi bin, ihn da rauszuholen wahrscheinlich. Okay. Ja, geh zu der Tür mit dem roten und leuchtenden Licht. Oder orange. Wo ist denn das? Nee, ein Fahrstuhl. Nee.